Vor 35 Jahren war Helmut Schmidt Bundeskanzler. Doch welche Hoffnungen hat er für das Jahr 2050? Wie werden wir in 35 Jahren leben? Bild traf den Altkanzler zum Interview. Welche Hoffnung setzen Sie denn in die Zeit bis 2050? Hoffnung für uns Deutsche und Hoffnung für Europa. Ich bin ein uralter Mann, finde mich im 97. Lebensjahr. Und es ist ein Kennzeichen alter Leute, dass sie Skeptiker werden. Es gibt keine Optimisten unter 97-Jährigen. Ich bin auch kein Optimist. Sondern betrachte alle die Fragen, die Sie gestellt haben, mit großer Skepsis. Das Gewicht der Weltmächte wird sich verschieben, ist der Altkanzler überzeugt. Vor allem China werde immer wichtiger. Aber werden die USA noch die führende Weltmacht sein? Nicht mehr in dem gleichen Maße, aber immer noch mit dem Ehrgeiz, die wichtigste Macht der Welt zu sein, immer noch Amerika. Nicht mehr so stark wie bisher. Leute wie Henry Kissinger, der sich die Vorstellung gemacht hatte, dass es seine Verantwortung ist, die Welt zu regieren. Die wird es kaum noch geben. Natürlich gibt es die noch in der Republikanischen Partei und die kann noch ein oder zweimal einen Präsidenten stellen. Aber die Bereitschaft des amerikanischen Wählervolkes, sich um das südchinesische Meer in einen Konflikt mit China zu begeben, die Bereitschaft der Amerikaner wird nicht mehr steigen, die wird eher noch mehr abnehmen. Große Kriege werde es in den nächsten 35 Jahren nicht geben, ist Helmut Schmidt überzeugt. Zumindest nicht in Europa. Jedenfalls sind diejenigen Mächte, die das 19. Jahrhundert die ganze Welt zu Kolonien gemacht haben. Und im 20. Jahrhundert sind sie gescheitert durch zwei Weltkriege. Die Völker, die die Kolonien überall errichtet haben und die zwei Weltkriege mit sich selbst geführt haben, darunter nicht zuletzt unter Adolf Nazi, der den schlimmsten Krieg geführt hat, die werden mit Sicherheit keine großen Kriege mehr führen. Die werden vielleicht hineingezogen von den Rändern her. Aber Karl den Großen gibt es nicht ein zweites Mal. Das kann man ja zumindest auch als Hoffnung verkaufen. Ein wichtiger Teil der deutschen Zukunft liegt in dieser Erinnerung an den Völkermord, den fabrikmäßigen Völkermord an fremden Völkern, an der Spitze Juden, aber ebenso Sinti und Roma ebenso.